Hallo Kinder, heute geht es um unsere Pausenhalle. Die Pausenhalle ist ungefähr zu der Zeit gebaut wie unsere Turnhalle und damit etwa 50 Jahre alt. Und vor etwa 25 Jahren war die Pausenhalle in einem ziemlich schlechten Zustand. Es waren sehr viele Schmierereien und Graffitis, aber keine schönen Graffitis in der Pausenhalle draufgemalt worden. Dabei hatte doch in den Jahren davor immer wieder ein Lehrer, eine Lehrerin hatten Eltern geholfen, die Pausenhalle schön zu gestalten. Aber in den 80er, Anfang der 90er Jahre vor allen Dingen, ist die Pausenhalle doch dann ziemlich beschmiert worden und sah hässlich aus. Und vor etwa 23 Jahren haben wir dann eine Aktion mit Eltern durchgeführt und haben, wie ihr seht, die Pausenhalle wieder wunderschön neu bemalt. Damals gab es noch die Glasblausteine dazwischen und die Pausenhalle wurde nach Entwürfen der Kinder bemalt. Also die Kinder malten auf ihren Zeichenblöcken Bilder und wir als Erwachsene haben das dann auf die Wände übertragen. Und das war, wie ihr seht, eine große Aktion, die dann an einem Wochenende stattfand, Freitag, Samstags. Und ihr seht ja, dass die Zeitung berichtet, welche Kinder und welche Eltern zum Teil auch Lehrer und Lehrerinnen mitgeholfen haben, die Pausenhalle wieder schön zu machen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sauer die Kinder waren, als beispielsweise hier zwischendurch jugendliche Nazischmierereien auf die schön gemalten Bilder übertrugen. Und wir haben natürlich dann sofort wieder geguckt, dass wir das übermalt haben, damit die Pausenhalle nicht wieder so schlecht aussieht, wie das mal in den 90er Jahren am Anfang der Fall gewesen war. Im Laufe der Zeit mussten wir dann immer mal wieder so alle 5, 6, 7 Jahre die Pausenhalle neu bemalen, weil es dann nicht mehr ganz so schön aussah, wie es vorher war. Und oftmals koppelten wir das mit dem Bemalen des Schulhofes. Und hier seht ihr beispielsweise das existierende Sonnenfeld, mittlerweile ist ja dort ein großer Pflanzkübel drin und das Sonnenfeld existiert heute noch zum Spielen und wir haben solche Aktionen dann immer genutzt, um unsere Pausenhalle schön zu gestalten. Eine ganze Zeit lang war die Pausenhalle sogar mal eine Art Fußballstadion. Wir haben also Arena obendrauf geschrieben, das habe ich dann selber gemacht, weil man da auf eine hohe Leiter musste und wir haben ein Feenkurve in Blau-Weiß gemacht und eine Feenkurve in Schwarz-Gelb, also Borussia Dortmund und entweder Schalke oder MSV Duisburg. Und die Kinder spielten dann in der Pausenhalle vor den aufgemalten Zuschauern, so wie das heute fast in den sogenannten Geisterfußballspielen aussieht im Fernsehen, wo überhaupt keine Zuschauer da sind, sondern nur gemalte Pappschilder, die wie Zuschauer aussehen sollen. Und vor einigen Jahren kam ein ehemaliger Schüler auf mich zu und sagte, er würde unserer Schule, wenn ich damit einverstanden wäre, auf der Rückseite der Pausenhalle ein schönes, großes Motiv malen. Und da habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Wir haben ein bisschen Geld investiert dafür, denn der Künstler wollte ja nun auch seine Farbe bezahlt haben und schließlich hat er auch viel Arbeit investiert und auf der Rückseite der Pausenhalle ist also ein riesengroßes Graffiti entstanden. Aber dieses Graffiti ist ein schönes Graffiti, denn Graffiti kann auch schön sein und Kunst sein. Und hier haben wir dann den großen Buchstaben, steht dort Fennbruchschule drauf und daneben sind dann Motive, die die Kinder sich ausgedacht haben, nämlich der Künstler hat mit ihnen zusammengesessen und gefragt, was möchtet ihr denn gerne? Und die Kinder kamen mit Ideen, wie es soll ein Dschungel sein und es sollen Affen zu sehen sein und eine Schlange und ein Gorilla und am besten auch noch ein Dinosaurier. Und so entstand eben die Rückseite der Pausenhalle. Unsere Pausenhalle sollte ursprünglich dafür da sein, dass die Kinder in der Pause beim Regen trotzdem an die frische Luft konnten und dass eventuell Veranstaltungen wie St. Martin, und das ist tatsächlich jetzt noch so jedes Jahr, dass wir dort geschützt sind, wenn es mal regnen sollte. Und so hat die Pausenhalle in den letzten 50 Jahren uns treue Dienste erwiesen.
Das war's für heute. Tschüss, Kinder.